Wahlen 2011, die Grünliberalen. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IRM AG und Sie schauen website-marketing.ch. Wie schon vor 4 Jahren habe ich die Websites der Parteien, die sich im Wahlkampf im Herbst beteiligen, analysiert. Das sind meine Kriterien. Separater Wahlkampf, separate Wahlkampfseite, Sprachenaktualität, Interaktionsmöglichkeiten, dann ganz wichtig, die Kandidaten, was sind die Themen, ist die Seite SEO-tauglich, Social Media Integration, Videomaterial und Navigation. Das also die Kriterien, schauen wir uns die Webseite der Grünliberalen Partei der Schweiz an. Ich komme hier erstmal auf die Hauptseite und habe hier dann einen Menüpunkt Wahlen 2011 und sehe hier, jetzt habe ich eine Subseite, das heißt, Sie haben hier eine separate Seite gemacht. Designmäßig möchte ich mich da nicht groß drüber auslassen, sage nur letztes Jahrtausend dazu. Der erste Punkt separat ist sie, der zweite Punkt Sprachen finde ich hier erst raus, wenn ich das gelesen habe. Hier gibt es eine französische Version des ganzen Auftrittes. Nein, ich will den nicht übersetzen, bin wieder auf der deutschsprachigen Version. Die haben wir also mal mindestens zwei der dreien sind vertreten. Aktualitäten finde ich hier keine. Aktuell ist hier Medienmitteilung und Newsletter, das ist nichts Aktuelles, fehlt also gänzlich. Interaktionsmöglichkeiten wie Blogs etc. sehe ich auf der Seite auch nirgends. Ich kann auch nicht kommentieren. Nächster Punkt, die Kandidaten. Die Kandidaten, die sind hier oben in dem wunderschönen Menü integriert. Ist immer ganz gut grau auf grau geschrieben, sieht man speziell gut. Und wenn ich hier auf einen Kanton klicke, kommt da die Frau Diener für den Ständerat. Und hier hätte ich dann die Liste der ganzen Nationalratsleute. Das ist gut gelöst. Geht zurück, die Themen, auch die sind hier vertreten, finde ich in dem tollen Menü drin. SEO-tauglich. Naja, ich gehe mal auf die Startseite. Herzlich willkommen. Das ist das Keyword, mit dem alle gefunden werden wollen. Schauen wir mal kurz an. Das ist H2, interessanterweise. Der nächste Titel dann unten dran ist H1. Komisch ein bisschen. Anyway, es fehlen die Keywords und herzlich willkommen passt da überhaupt nicht rein. Und wenn ich da oben dann reinschaue, den Titel, da steht drin Grünliberale Partei Schweiz Strich Wahlen 2011. Das ist okay, da steht wenigstens Wahlen 2011 drin. Dann Social Media Integration, da habe ich hier diese beiden Bereiche hier mit dem unscharfen Facebook-Logo, wenn ich über das Twitter-Logo gehe und hier nochmals, verstehe ich nicht ganz, wie auch immer, ich mache mal die Facebook-Seite auf. Das, was mir da als erstes ins Auge sticht, sind die knapp 600 Freunde. Das kann ja nicht sein, das ist doch eine nationale Partei, die müsste viel mehr Freunde haben. Da wird also Social-Media-mäßig überhaupt nichts gemacht. Und wenn ich mir dann den Twitter-Account anschaue, ich nehme an, das ist dann der untere der beiden, dann haben wir hier wenigstens designten Hintergrund, steht ein bisschen was drin, allerdings ist das nicht für die Wahlkampfszene, sondern es ist für die normale Parteiseite und auch hier wieder das Verhältnis Following, Followers ist schlecht, das heißt, die wollen nicht lesen, die wollen nur gelesen werden, also auch nicht optimal gelöst. Dann Videointegration, Bewegtbild, Emotionen und so weiter, finde ich hier auf der Seite definitiv keine und dann die Navigation, die ist okay gelöst. Also, im Großen und Ganzen sicher kein gutes Verdikt für diese Webseite, das ich hier abgeben kann. Das Design spricht für sich, da möchte ich, wie gesagt, nicht viel dazu sagen, aber da müsste man mal einen Grafiker dahinter lassen. Meine Note in der Gegend der FDP, aber eher sogar in der Gegend der CVP. Ich würde sogar den Grünliberalen noch einen Viertelpunkt runtergeben, das heißt 3,75 die Note für die Grünliberalen. Das also mein Urteil, wie mich Ihnen hier interessiert, was ihr dazu sagt. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IRM AG und Sie haben website-marketing.ch geschaut.